Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Movies Season 2. Ja, beim letzten Mal war gerade noch die letzte Filmverleihung. Das heißt, wir sind im quasi Endspurt. Noch 5 Jahre, das wird so wahrscheinlich ungefähr noch diese und die nächste Folge sein. Dann geht es richtig los, dann kommen die Stuntmen endlich ins Spiel. Und bis dahin haben wir noch ein kleines bisschen was zu tun. Denn wir müssen zum einen immer noch einen 4-Sterne-Star produzieren. Das wäre halt unser Markus Becker. Wir haben unseren angehenden Aspiranten, den wir frisch eingestellt haben, den wir ein kleines bisschen noch trainieren müssen. Jede Menge Horrorstreifen, die gedreht werden wollen. Und wir brauchen neue Filmsets. Denn ohne neue Filmsets wird das Ganze ein wenig boring und langweilig. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, wo ich das jetzt überhaupt noch hinpacke. Ich meine, das ist jetzt schon alles so voll. Ich könnte jetzt natürlich alte Sets abreißen und könnte jetzt neue dann dahinstellen. Aber ich werde jetzt tatsächlich hier oben so ein kleines, ich sage mal, Stadtviertel bauen. Da kommt dann quasi alles an Szenerien, was irgendwie mit Stadt zu tun hat. Das war jetzt nämlich die Bar, jetzt kommen die Dächer. Mal gucken, wo ich die am besten hinkriege. Schön dicht beieinander. Dann muss ich wirklich auch langsam aufpassen, dass ich hier nicht allzu viel... Nein! Dich wollte ich da jetzt nicht haben. Zu gibt es da ja auch Mittel und Wege gegen. Also, dass ich da auf jeden Fall genug Platz habe. Und... Ach, ich kann das ja verschieben, genau. Sehr schön. Manche lernen Autofahren. Sie könnten eines Tages Alkohol trinken. So. Wissenschaftler und... Das heißt, hier ist noch Platz. Nein, damit man einfach mal so ein bisschen was aus dem Sortiment auch noch ziehen kann. Und dann passt hier wunderbar das Hotelzimmer rein. Und sonst noch irgendwas, was irgendwo im Stadtbereich ist. Eine ganze U-Bahn-Station. Ich glaube nicht, Tim. Oder? Nein! Ich bin gut. I'm so good. Das ist doch schön. Das heißt, wir können jetzt hier mal die ganzen schönen neuen Filmsets alle bauen. Und dann gibt es auch wieder viel, viel, viel zu verschönern. Zack. Okay, so breit wollte ich den Weg jetzt eigentlich nicht haben, aber okay. Lässt sich jetzt zum Glück alles dann löschen. Da war meine Maus schon wieder schneller als ich. Können wir hier nämlich dann auch ein bisschen was verbessern. Dann können wir da nämlich das Prestige vom Studio halt auch nochmal ein bisschen hoch pushen. So, dann sind die Trailer schon, weil wir müssen wirklich mit dem Platz auch ein bisschen aufpassen, weil hier hinten kommt halt auch noch ein bisschen was hin. Und hier die Sets, wir haben hier noch Trailer, die haben wir noch mittendrin. Das ist okay, dass die da sind, aber ja, es ist halt alles relativ voll schon tatsächlich. Oh, meine Forscher müssten mal wieder forschen, fällt mir da gerade ein. Das sind ja Pakete, die gar nicht erforscht werden, das ist unglaublich. So, sind die ausgelastet. So, der streunt auch schon wieder irgendwo rum, wo er nicht rumstreuen soll. Du sollst weiter Horror lernen, mein Freund. Weil ich will jetzt hier gleich einen Horrorstreifen drehen. Ich hoffe, dass ich damit nicht zu spät bin. Komödie. Eine Komödie könnte ich auch mal wieder drehen, ne? Komödie haben wir. Können wir. Sehr gut. Das heißt, wir machen jetzt hier quasi Low-Budget-Horror-Produktionen. Ach, da brauche ich nur 2 Rollen, keine Statisten. Na gut. Können wir hier schon mal das PR anschmeißen. Weil die wollen wir drehen. Der hat schon PR. Dann können wir
auch, das ist so eine Big Production, dann können wir mal noch einen neuen Actionstreifen drehen. Wer darf denn die Hauptrolle spielen? Guck mal hier, Beth Galloway darf. Zack, Action drehen. Dann sie. Welchen Statisten haben wir da jetzt? Kann der Action? Ja, natürlich kann der Action, klar. Okay, dann drehen wir jetzt Action und der muss weiter Horror proben. Wenn man da nicht hinterher ist. Also, okay. Wir wollen noch eine Komödie machen. Und zwar wollen wir eine Blockbuster-Komödie raushauen. Wollen wir eine Blockbuster-Komödie raushauen? Mega-Komödie? Letzte Meldung. Oh nee. Nein, wollen wir nicht. Heute in einem Schockzustand, als bekannt wurde, dass es eine Nein. andere Nation vor uns ins All schaffen Nein. könnte. Definitiv nicht. Das öffentliche Interesse an Komödie ist gerade eben ad hoc zu Ende gegangen. Dann werden wir das mal lassen. Wir werden dann lieber einen Horrorstreifen drehen. Aber irgendwas Cooles muss ich noch machen. Da kommt Action und Science Fiction wieder hoch. Naja, gucken wir mal. So, hier sind sie gleich fertig. Gleich wieder weiter proben. Ihr müsst bitte Horror proben. Ich brauche gleich Mega-Horror. Horror. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Hier, Vorstadt-Toilette, Vorstadt-Wohnzimmer. Wo ist denn die Vorstadt-Toilette? Ist das die hier? Ja. Die hat einen guten Neuheitswert. Und Vorstadt-Wohnzimmer statt Büro. Vorstadt-Wohnzimmer ist auch gut. Okay. Das ist beides ab in den PR, in die PR, Entschuldigung. Und eigentlich könnte ich die anderen auch gleich noch ein bisschen proben lassen, oder? Action, Komödie, Horror, Romance, Sci-Fi, wobei die sind schon austrainiert. Klar, natürlich besser, mehr geht immer, aber wenn die in fünf Genres schon sehr gut sind, warum soll man es dann nicht tun? Ne? Ich könnte noch mal eine kleine Romanze machen, fällt mir da gerade so spontan ein. Ja, das können wir mal machen. Dann kann ich auch mal, wenn wir so die Filme durch sind, kann ich auch mal die Sets tatsächlich echt entsorgen, ne? Weil so langsam wird es doch ein bisschen älter. Was kann ich denn jetzt hier für ihn eigentlich noch tun, dass der jetzt nochmal so einen vierten Stern bekommt? Ich könnte ihm noch Gefolge verpassen zum Beispiel. Seinen Trailer kann ich noch nicht verbessern. Es geht noch nicht. Gehalt, Aussehen. Wie kriege ich ihn auf 4 Sterne? Nur seine Statur, aber das funktioniert noch nicht, weil in der Schönheitschirurgie kann ich ihn noch nicht das Fett absaugen lassen. Und liften lassen bringt jetzt auch nichts. Das ist doof. Das heißt, ich komme noch gar nicht an den vierten Stern ran. Grummel. Kann ich machen, was ich will. Na gut. Ist schon wieder vorbei mit dem Proben hier. Ach, Jungs, Mädels. So nicht. Die Romanze, wenn sie kommt, dann muss sie aber kräftig kommen hier. So. Was haben wir denn jetzt hier für Sets? Vorstadt, Toilette und Wohnzimmer. Nein, das haben wir schon für einen anderen Streifen. Das haben wir schon für einen anderen Streifen. So, wir brauchen super Action und super Horror. Dann beginnen wir jetzt hier mal das Casting. Wir brauchen keine Statistin, einen Regisseur bitte. Da stecken wir sie rein. Und jetzt brauchen wir Horror. Da können wir sie reintun. Und den Bäcker. Ne, der kann gar kein Horror. Ganz furchtbar. Dann nehmen wir den hier. Zack. Statisten als Nebenrollen sind schon okay. Und die beiden Jungs proben definitiv weiter Horror. Sieht's ja mittlerweile aus mit der Erfahrung. Horror ist okay beim Statisten und bei ihm. Oh ja, so langsam kommt das mit dem Horror. Das ist gut. Da
Aber das Romanzendrehbuch ist immer noch nicht das, was ich gerne hätte. Dann wird der Film gleich wieder vertickt. Oh, was denn? Da, weg damit! Drehe ich jetzt gerade den... Achso, ich drehe den jetzt gerade. Ach, das war der... Der Kleine, stimmt, das war der. Der... Der eine, jene, welche. Oh. Oh, gut, Moment, geht. Geht schon noch. Es ist schön, dass ein neues Konkurrenzstudio... Aber ich könnte ihn jetzt natürlich... Den guten Herrn Becker... Ups, könnte ich jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen PR geben lassen, ne? Was ist er denn? Damit interagieren und dann... Zack, einmal Fotograf nehmen. Ach, den kann ich gerade gar nicht fotografieren lassen. Ich will den fotografieren lassen. Na komm, kann ja nicht so schwer sein. Oh, da haben wir einen guten Streifen. Ich kann den jetzt nicht knipsen? Warum kann ich den jetzt nicht knipsen? Hm, toll. Was haben wir denn? Krieg zerbombte Straße. Das haben wir doch gerade schon erst gehabt. Na gut, aber es geht trotzdem immer noch. Naja gut. Wenn es denn meinen... Ach, und der spielt auch auf der zerbombten Straße. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Nee, 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 nee. Das können wir definitiv nicht machen. Das können wir nicht machen. Das geht gar nicht. Auch wenn er natürlich schöne Sterne hat, ne? So, den haben wir. Da müssen wir jetzt mal gucken hier von den Stars. Ach, die drehen gerade alle. Okay, das heißt, wir können mit ihm noch weiter Horror drehen. Oh, und wieder ein Star, der sich bei uns bewirbt. Was haben wir denn diesmal? Hitzkopf, schnell gelangweilt, isst gern und viel und liebt Alkohol. Weg mit mir. Das kann er mal voll vergessen. Keine neuen Forscher, keine neuen Drehbuchautoren. Okay. Den können wir aber noch in die PR-Abteilung schmeißen. Das Drehbuch ist auch wieder Grütze. Ich will die ganzen schönen neuen Sets auch mal in Action haben. Was wäre das denn jetzt gewesen? Stadtbüro. Naja gut, okay. Hätte man was haben diese... Das Aussehen ist nicht zufrieden mit. Oh, das kriegen wir doch hin. Die Frau Galloway. 40er Jahre Abendkleid will sie nicht. Wie wär's mit einer Schuluniform? Ein Weltall-Babe. Ding, 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 ding. Ach so, die ist so mit ihrem... mit ihrem Aussehen nicht zufrieden. Okay, das heißt, wir lassen sie einfach mal liften. Und dann gucken wir mal. Die sind alle nicht zufrieden mit ihrem Aussehen. Gut, ich kann es irgendwo verstehen, ne? Der rennt schon wieder weg. Wenn man da einmal erstmal dran ist, man muss da wirklich echt ein bisschen hinterher sein und echt aufpassen. Der Film ist Ende im Gelände. Achso, den muss ich archivieren, nicht verkaufen. Archivieren. Mag. Dann haben wir... Sci-Fi ist wieder in. Okay. Das ist sehr gut. Da bei dem das PR-Interesse hoch. Der wird gedreht. Action ist im Moment nicht so dolle, aber... wir können gleich einen neuen
Mega-Blockbuster drehen. Und den 1, 2 und Nummer 3, wenn sie dann irgendwann mal verfügbar ist. Das heißt, wir müssen die jetzt mal irgendwo an einen Tisch setzen. Dass die sich mal miteinander unterhalten können. Sehr gut. Der Junge muss weiter drin sein. So, das Drehbuch ist jetzt nicht das Beste, aber ich bin es jetzt leider mal wieder nachzugucken. Der Film ist komplett und das heißt, wir können den jetzt mal raushauen. Actionstreifen! Die Leistungen sind nur so semi-gut, okay. Zwei Sterne ist da. Mittelmäßiges Interesse, ausgezeichnetes PR. Ah, immerhin. Oh, einen ganzen 3 Sterne haben wir rausgekriegt. Das ist doch gut. Lässt sich doch. Kann man doch sehen lassen. Ein ganz passabler, wenn auch leicht dümmlicher Actionfilm. Okay. Ah, da sie bereits mehrere Actionfilme gedreht hat, ist Beth Galloway die ideale Besetzung für diese Rolle. Yay. Nice. Ja, sehr gut. Das heißt, der steht mal auf Platz 32. Okay, kann man mit leben. Der ist mittlerweile echt ein guter Horrortyp hier. Ah, ist sie fertig mit ihrem Lifting? Die gute. Achso, und jetzt ist sie zufrieden auch mit ihrem. Ach nee, ist sie doch nicht. Blöd. Weder mit Gehalt noch Trailer noch mit dem Gefolge. Das heißt, wir können sie auch nochmal hier in den. In die Ausstattungsabteilung stecken. Die scheinen alle irgendwie so ein bisschen dieselben Vorlieben zu haben. Ey, hier, 50er-Jahre-Kleidung, das trifft ja perfekt. Das findet die, glaube ich, ganz gut. Die hüpft ja hier wie so ein junges Reh, das ist sehr gut. Jetzt muss sie noch ein bisschen Stress abbauen. Am besten geht das in einer VIP-Bar. Wie sieht's bei dem aus? Stressfaktor. Ah, der kann auch noch mal ein bisschen Stress abbauen. Boah, wir drehen jetzt gleich den Horror. Nee, drehen wir den Horrorstreifen. Nee, wir drehen erstmal den Sci-Fi-Streifen. Ne? Sci-Fi ist nämlich gerade noch gut. Oder doch lieber den Horrorstreifen. Hm. Weil Horror können die ja auch alle, ne? Ne, die kann keinen Horror drehen. Ja, aber damit hat sich die Entscheidung sowieso erledigt. Ich muss auch eh gucken, was meine Crew so macht. Ah, der Film hat immerhin eine 500.000 eingespielt. Wenigstens etwas. Ja, dann muss der Sci-Fi-Streifen muss jetzt gleich ran. Alles klar. Die sind beide auf Maximum PR't. Das ist gut. Aber jetzt können wir tatsächlich uns die beiden mal unterhalten hier. Und mal den einen oder anderen Fotografen daran ziehen. Zack. Ja. Knipst er jetzt? Ja, er knipst sehr gut. Ich will ein Foto. Ich will ein Foto von euch. Paket freigeschaltet. Stereoton. Okay. Was kommt hier jetzt? Achso, das ist das Sci-Fi-Ding. Das heißt, tatsächlich, wenn ich den Sci-Fi jetzt gleich anfange zu drehen, dann kann ich da tatsächlich ganz gut was rausziehen.
So, Stresslevel ist in Ordnung. Stresslevel ist okay. Ich könnte ja tatsächlich mal, statt die immer saufen zu lassen, könnte ich die ja auch mal was anderes tun lassen. Achso, wir hatten. Mir fehlte noch ein weiterer Sci-Fi. Ah, wir haben feudale Trailer. Der Implantate-Raum. Das ist sehr schön. Ja, jetzt können wir Implantate machen lassen. Das ist natürlich. Müssen wir mal gucken. Das ändert die Statur. Dauert 2 Monate. Nee, das ist doof. Aber wir machen jetzt den Sci-Fi-Streifen hier fertig. Er muss die Hauptrolle nehmen. Sie muss Regisseur sein. Sie spielt definitiv die erste Hauptrolle. Und jetzt nehmen wir noch einen Statisten. So, oh, komm. Zack. Dann gucken wir mal, was wir da rausbekommen. Der hat ja schon öffentliches PR-Interesse hervorragend. Ja. Das Drehbuch ready for casting. Ist mir klar. Horror sieht es im Moment alle sehr gut. Zumindest ist das, was ich mir überlegt habe. Jetzt fehlt mir nur noch der Horrorregisseur. Und der ist gleich mit der Jenny Armstrong ist die gleich fertig. Was könnte der denn? Der könnte eigentlich noch alles mögliche andere auch noch trainieren, oder? Was könnte der denn noch trainieren? Horror hat er jetzt schon. Ein bisschen Action-Erfahrung könnte er gebrauchen, wa? So, Film komplett. Der braucht noch einmal PR. Oh, ich kann den noch mal in die PR schmeißen. Cool. Das heißt, der kriegt ja richtig gute Publicities hier. Sehr gut. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da den 4. Stern kriegen. Das ärgert mich tatsächlich so ein kleines bisschen. Oh, aber hier, der ist tatsächlich. Die Wildwestkutsche wird zum Proben benötigt. Ja, das kriegen wir schon. Dann setzen wir die einfach woanders hin. Dann probt die halt irgendwas anderes. Ist mir auch egal. Kriegen wir. Das läuft. So, dann lassen wir die einfach hier proben. Soll mir auch recht sein. Ja, das geht. Wie gesagt, ein paar alte Szenen müsste ich, oder ein paar alte Sets müsste ich wirklich mal noch abreißen. Und ansonsten. So hier das alte Sci-Fi-Raumschiff zum Beispiel. Auch wenn das hier oben natürlich schon ganz cool ist. Ich könnte hier oben. Oh! Ich muss da mal einen Weg dran bauen. Ha! Oh, das habe ich vergessen. Oh, und das muss ich auch anschließen. Eindeutig. Oh, die Maus hakt schon wieder hier. Sie will schon wieder nicht so, wie ich das möchte. So. Wann kommt der Streifen aus der PR? Ah, da ist er. Da kommt er raus. Den schmeißen wir noch einmal auf den Markt und gucken mal, was die Horrorproduktion da so sagt. Gut, der ist schon relativ gut promoted. Komm, wir hauen mal ein bisschen mehr Budget raus, ne? Das kriegen wir hin, ne? Da machen wir den Budget von. Perfektes. Nee, ich glaube, das reicht. So, dann hauen wir den mal auf den Markt. Gucken wir mal, was unser Horror-Drehbuch kann. Hervorragende Leistung. Ausgezeichnet. Ja, mittelmäßig. Ausgezeichnete Neuheiten. Gutes Marketing. Hey, fast 3,5 Sterne. Das ist doch schön. Die PR für diesen Film wurde offensichtlich
zugunsten der Marketingkampagne vernachlässigt. Naja, war doch ein bisschen zu viel. Unvergleichlich erfolgreicher Film, überaus erfahrene Horrorschauspielerin. Schauspielerische Leistung war wirklich Durchschnitt. Der eine oder andere steht nach vorne. Ja, etwas übereifrig. Okay, wäre vielleicht doch ein bisschen weniger gut gewesen. Kompetente, aber roboterhafte Regie. Na ja, gut. Kann man mitleben. Aber immerhin, er schafft es auf Platz 9. Oh, da kriegt man so den einen oder anderen, die eine oder andere müde Mark tatsächlich. Das ist doch sehr gut. Dann kann der... Muss ich mal gucken, irgendwas muss der auch noch mal können. Auch noch irgendwas Romantisches. Nee, Horror. Romantik. Muss definitiv auch noch mal irgendwas Romantisches mal machen. Ich habe ja jetzt auch Romanze gelernt, hier gedreht. Gemacht. Üben die jetzt Romanze. Und während die da ihre Romanze am Üben sind, sind wir tatsächlich auch schon wieder durch für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr euch freut, weil beim nächsten Mal schließen wir wahrscheinlich dann den Meilenstein ab zu den Stuntmen und in der übernächsten Folge geht es dann richtig los mit Stunts und allem, was dazugehört. Von dem her, bleibt dran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da oder noch besser abonniert den Kanal, wenn ihr da noch mehr sehen wollt. Oder schreibt auch noch gerne in die Kommentare, wenn ihr Bock auf was anderes zum Gucken habt. Ja, oder auch Anregungen. Dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal bei Let's Play the Movies Season 2. Bis dann. Ciao.